finde am Spitzensport interessant, dass wenn man etwas investiert, kommt auch etwas raus. Je mehr dass man investiert, je grösser wird auch der Output sein. Von dem her ist es wirklich einfach der Fleiss, der zählt. Ich bin der Luca Moser, komme von Luzern, bin Mittelstreckenläufer, besser gesagt 800 Meter Läufer und mache bei der Swica ein Internship bei der Kundenbetreuung. Ich liebe am Laufen, dass halt wirklich die Lead gegen die Zeit ist. Das heisst, die Zeit sagt aus, ob der Lauf gut war oder nicht. Und so haben wir auch direkt das Resultat vor sich und weiss, was man verbessern muss. Mein Ziel in der Karriere ist sicher Teilnahme 2028 in Los Angeles bei den Olympischen Spielen. Der grosse Traum von jeder Athletin und Athlet, das wäre schon der Höhepunkt. Ich finde, die Ausbildung ist wichtig neben dem Sport, weil der Sport ist nicht ewig. Und ich glaube, keine Athletin oder Athlet, der Ziel verfolgt, wird nach der mit 30 müssen bei null wieder anfangen im Berufsleben. Ich finde es interessant, eine Challenge zu haben. Darum habe ich entschieden, den Sport, ein Internship und ein Studium zu starten. Ich habe bei allen drei Orten gute Möglichkeiten, das miteinander zu kombinieren miteinander. Genau von dem her funktioniert das eigentlich gut. Dem Arbeitgeber ist mir wichtig, dass das Verständnis für den Sport da ist, dass man auch gefördert wird in diesem Bereich, dass man Zeit bekommt für das Training. Und das ist bei der Swica durch ehemalige Athletinnen und Athleten in gewissen Kaderpositionen auch sehr gut möglich. Es macht Freude, ihm zuzuschauen, wie er sich integriert hat im Team. Auf der einen Seite ist er sehr lernwillig und offen, neugierig, was ihm auch den Einstieg bei uns sehr vereinfacht hat. Er ist sehr zielorientiert auch und man merkt bei ihm einfach auch, dass er nicht zum Plausch da ist, sondern mit einem Ziel da reingekommen ist. Mein Ziel bei der Swica sind der Grundstein legen für die berufliche Karriere, nach der Sportkarriere. Und da wird man bei der Swica auch wirklich gut unterstützt. Wenn man etwas erreichen will, wird man auch gefördert in diesem Bereich.